So, willkommen, willkommen. Neue Folge Bärtige Politik. Ich habe heute wieder eine Bundestagsabgeordnete bei mir. Für die, welche Partei? Für die SPD. Deinen Namen mag ich nicht aussprechen, weil ich habe mir nämlich auf Twitter deinen Wahlkampf angeschaut und da haben verschiedene Leute aus Aachen deinen Namen versucht auszusprechen. Und es war immer so lustig, da habe ich mir gedacht, ich mach's mal nicht. Sag mal bitte, wie du heißt. Der Name ist Jevan. Eigentlich, wenn man es weiß, ist es gar nicht so schwierig. Es ist wie im Englischen quasi. Also One wie die One, also wie die Eins im Englischen. Und mit Nachname Rie. War das richtig? Genau. Okay. Du bist Mitglied des 20. Deutschen Bundestages und die erste Abgeordnete mit koreanischen Wurzeln. Erstmal mein Glückwunsch dafür. Vielen Dank. Dankeschön. Ich lese mir ja bei YouTube lese ich mir ja immer unter den Videos so Kritikpunkte durch. Und da stand da tatsächlich auch, hey, warum nimmst denn du immer die Vorgeschichte von den Politikern? Und ich habe mir gedacht, ich mache das mal nicht. Dann habe ich mir deine Biografie mal durchgelesen und ich muss das einfach machen, weil wäre die Geschichte ein wenig anders verlaufen, stehst du nämlich heute nicht mehr im Bundestag. Ja, das stimmt. Fang erst mal an. Du bist 1987 in Aachen geboren und hast 2006 dein Abitur gemacht. Mit welchem Durchschnitt? Im 1,6er Durchschnitt. Wie? Wie? Ja, Du hast. also bei mir ist relativ gut verteilt, worin ich gut bin und wo nicht. Was ich dir sagen kann, ist, die Naturwissenschaften haben zu dem Schnitt nicht beigetragen. Wenn meine alte Chemielehrerin Susi, die wird sagen, ja, Flo, bei dir genauso. Echt? Ja, das ist ja schon mal gut zu Also, wissen. Chemie war bei mir immer absolutes Hassfach. Es hat nie Also gefunkt. wir beide sollten nicht versuchen, irgendwie Chemikalien zusammenzumischen oder so. Definitiv nicht, definitiv nicht. Du hast dein Studium an der RWTH absolviert. War der Armin Laschet schon da oder noch da? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Armin Laschet nach mir auf jeden Fall noch Dozent war. Ach, nach Ich dir. hatte ihn aber nicht. Ich hatte ihn aber nicht. Ich hatte ihn nicht als Dozenten. Also wurden bei dir nicht die Noten quasi gewürfelt, wie man es auf Twitter so zynisch sagt. Nö, also nö. Ich hoffe, meine Noten wurden nicht gewürfelt. Was hast du denn studiert? Ich habe Politikwissenschaft studiert und Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele jetzt wahrscheinlich denken so, oh klar, Politikerin hat Politikwissenschaft studiert. Es war aber so, ich wollte eigentlich Kommunikationswissenschaft machen. Weil ich war in dieser Einführungsveranstaltung, es gibt ja immer diesen Tag der offenen Tür, was kann man studieren? Und die Kommunikationswissenschaftsveranstaltung war richtig, richtig cool. Und wir mussten aber ein zweites Fach dazu nehmen. Und dann habe ich mir die ganze Zeit überlegt, was wir so machen. Und Soziologie klang irgendwie sehr komplex mit den ganzen Methoden. Und dann habe ich Politik dazu gewählt. Und letzten Endes hat mir am Ende Politikwissenschaft viel mehr Spaß gemacht als Kommunikationswissenschaft. Aber war eine ganz gute Kombi insgesamt. Aber es ist eher so ein trockenes Thema Politikwissenschaften. Es kommt drauf an, wir hatten drei Fächer. Wir hatten einmal politische Theorie, das fand ich super spannend, weil es ging wirklich um Karl Marx, Hannah Arendt, um Rousseau, um die ganzen Theoretiker. Und ich wusste gar nicht, dass man da, oder beziehungsweise vor meinem Studium, war mir nicht klar, wie viel man da auch rausziehen kann oder wie sich das entwickelt hat, auch was Menschen von Politik erwarten. Dann gab es noch internationale Beziehungen, was natürlich super spannend ist, weil aktuell. Und das dritte waren dann halt politische Systeme. Und wenn man sich jetzt gerade mal so die Debatten anguckt über Wahlrechtsreform, über Grundgesetzänderungen und so, dann ist das natürlich alles das, was auch in diesem Studium vorkommt. Welches System bevorzugst du, Kommunismus oder Kapitalismus? Ja, es sind ja jetzt keine Systeme in dem Sinne, keine politischen Systeme in dem Sinne. Ich persönlich fände Kommunismus ja ganz spannend, wenn das funktionieren würde. Nur ich habe immer das Gefühl, die menschliche Natur kommt da irgendwie ein bisschen dazwischen jedes Mal. Deswegen glaube ich, ist auch Kommunismus kein wirklich realistisches System. Wir machen es uns irgendwie auch ein bisschen selber kaputt. Kannst du mal meinen Zuschauern ganz kurz erklären, was Kommunismus ist? Kommunismus ist ja, also es gibt verschiedene Formen. Es ist ja sowieso noch das Problem, dass ja die Reinform an Kommunismus nicht so ganz klar ist. Wir sind ja als Sozialdemokraten auch eher auf den Sozialismus, aber Kommunismus ist ja tatsächlich das zugespitzt, aber einfach gesagt, allen alles gehört und dann wirklich alles gemeinsam dann gemacht wird. Es geht nicht um dieses Leistungsprinzip wie im Kapitalismus. Nur ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht unbedingt in unserer Natur liegt, dass wir uns damit zufrieden geben würden. Weil das Beispiel Russland zum Beispiel nicht funktioniert.
Jetzt nicht nur auf Russland bezogen, aber bisher würde ich persönlich einschätzen, und wie gesagt, ich habe es nur studiert, ich bin keine Expertin, dass Kommunismus und auch Sozialismus sehr häufig benommen wird, um also vor allem auch Autokratien zu überdecken. Also wenn du es Kommunismus nennst, muss es nicht unbedingt Kommunismus sein. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr schwierig, wenn in Mainstream-Medien über Kommunismus gesprochen wird, wenn man dann nicht unbedingt weiß, ist es der Kommunismus, den wir bisher in der Geschichte erfahren haben, oder ist es diese Reinform, der in der Theorie als so eine idealistische Form einfach auch angesehen wird. Aber natürlich, vielleicht auch, um das nochmal nochmal gerade zu rücken, klar ist auch für mich jetzt der Kapitalismus nicht, also der Kapitalismus ist für mich jetzt auch keine Form, wo ich sagen würde, das ist das, wonach wir streben sollten. Ich finde so ein soziales System, wie wir es in Deutschland haben, vielleicht sogar ein Ticken sozialer, finde ich eigentlich ein ganz, ganz attraktives System. Dafür sitzt du im Bundestag. Mit 11 Jahren solltet ihr bzw. du und deine Eltern abgeschoben werden. Das hat nicht geklappt, weil du mit 11 Jahren hast du einen Brief an Ulla Schmidt geschrieben. Ich hab da zwei Fragen. Die erste, mit 11 Jahren, wie kamst du auf die zu sagen, hey, ich schreibe jetzt zu Ulla Schmidt einen Brief? Mit 11 Jahren hatte ich andere Dinge im Kopf. Politik. Ich glaube, das ist noch so eine Erfahrungsgeschichte. Vielleicht, wenn ihr mal oder wenn auch alle, die jetzt zuschauen, vielleicht mal mit Menschen in ihrem Umfeld reden, die eine Migrationsgeschichte haben. Als Kind mit Migrationsgeschichte wirst du häufig schneller erwachsen, ne? Weil deine Eltern können die deutsche Sprache häufig nicht oder verstehen vielleicht auch nicht, wie so Amtsschreiben funktionieren. Und es war jetzt nicht so, dass ich auf die Idee gekommen bin, dass ich damals schon wusste, wer Ulla Schmidt ist, sondern meine Eltern haben gesagt, oder es wurde natürlich in der Familie auch ein bisschen diskutiert, was können wir tun? Lass uns doch mal ein paar Leuten schreiben, die darauf aufmerksam machen. Dann haben meine Eltern von Bekannten gehört, hier, das sind die Abgeordneten in Aachen. Und dann haben meine Eltern gesagt, schreib doch mal. Dann haben die mir natürlich sowas gesagt wie, ja, schilder denen doch mal, keine Ahnung, unsere Situation, warum du hier bleiben willst. Und ich habe halt immer schon gerne geschrieben. Also ich habe auch gut geschrieben, aber klar, es war ein Brief einer Elfjährigen. Es war jetzt nicht unbedingt Nobelpreis würdig. Aber es war trotzdem, und das ist, glaube ich, so dieser Punkt, richtiger und von der Sprache her besser, als wenn meine Eltern das geschrieben haben. Und ich glaube, das ist was, womit viele Kinder mit Migrationsgeschichte sich vermutlich auch identifizieren können, dass sehr viel Verantwortung abgeladen wird auch. Hast du eigentlich in dem Moment dran gedacht, dass du eine Rückmeldung bekommst oder nicht? Ich habe es nicht gedacht, weil wir wirklich viele Briefe rausgeschickt haben. Okay. Ich habe aber auch nicht viel darüber nachgedacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt wusste, was eine Bundestagsabgeordnete ist oder ob ein Bundestagsabgeordneter jetzt höher ist als ein Stadtratsmitglied oder so. Sondern es waren halt einfach Briefe, die man an Politikerinnen und Politiker rausgeschickt hat oder an Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Die Frage ist, warum hat er euch die Abschiebung gedroht? Deine Eltern kommen ja aus Südkorea, richtig? Sind die nach Es war Deutschland so. gekommen durch Krieg oder? Nee, genau. Die sind zum Studium hergekommen und ein Studium ist nun mal zeitlich befristet. Meine Eltern hatten auch immer vor, zurückzugehen nach Südkorea. Aber wir sind halt geboren worden. Also mein Bruder ist hier geboren, ich bin hier geboren, ich bin zur Schule gegangen. Meine Eltern haben dann irgendwann auch hier sich ein Leben aufgebaut, hatten Bekannte und Freunde und Nachbarn und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Und ich glaube, dass wir Kinder sowieso nicht wussten, was das heißt, irgendwie einen Aufenthaltszweck zu haben, einen Aufenthaltstitel zu haben oder so. Ich glaube, meine Eltern haben sich dann irgendwann auch nicht mehr so die Gedanken gemacht. Und dann war es irgendwann halt, dass gesagt worden ist, jetzt müsste euer Studium noch zu Ende sein, kehrt bitte zurück. Und das war der Grund. Also es war einfach so, dass man den Zweck nicht ändern konnte, dass es einfach sehr unflexibel war und leider immer noch ist, in Deutschland bleiben zu können. Also das ist sehr, sehr schwierig. Ulla hat dir ja dann geholfen mit einer Aufenthaltsgenehmigung und bis 2005 ist ja dein Leben dann normal gelaufen. Du hast deinen Abschluss gemacht, bist zur Schule gegangen und dann kam wieder das so ein Brief, wo ihr abgeschoben Ich werden glaube, solltet. nee, ich glaube, das muss man, also es ist ein bisschen komplizierter gewesen. Es war so, dass
Vielleicht ist das auch wirklich mal ganz gut, mal so offen darüber zu sprechen. Es war einfach so, dass wir sehr viele Unterschriften gesammelt haben. Wir haben eine Petition gestellt, wir haben einen Anwalt angeschaltet, wir haben Widerspruch eingelegt. Es waren sehr, sehr viele Schritte, die bestimmt ganz, ganz viele Menschen in diesem Land immer wieder, also tagtäglich machen, weil man versucht dagegen zu kämpfen, um hier bleiben zu können. Ja. Und dann gab es eine Aufenthalts Bewilligung allerdings befristet. Das heißt, wir mussten alle 2 Jahre zum Amt, um das zu verlängern. Und es war nie klar, alle 2 Jahre klappt es oder klappt es nicht. Was halt auch nochmal dazu kam, war, dass mein Bruder ist jünger als ich und 2005 bin ich 18 geworden. Und meine Eltern hatten unglaubliche Sorge, dass wenn ich 18 werde, ich ja volljährig bin und dass sie dann abgeschoben werden können und mein Bruder und ich hier alleine bleiben können. Und in dem Kontext haben Ulla und ich uns nochmal zufällig auf der Straße getroffen. Sie hatte gefragt, ist alles in Ordnung? Und ich habe ihr halt gesagt, nee, pass auf, hier alle 2 Jahre, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und daraufhin hat sie sich nochmal erkundigt, was eigentlich gerade der rechtliche Status ist. Und jetzt hast du quasi wirklich diesen Aufenthaltsstatus, dass du in Deutschland bleiben darfst, wohnen darfst. Genau, den hatten wir ab 2005 und seit 2009 habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft, was ich ja brauchte, um dann auch Abgeordnete zu werden. Das ist aber tatsächlich ziemlich krass. Ich meine, du bist jetzt über 30, trotzdem bist du noch einer der Jüngsten mit im Bundestag und trotzdem erst seit 2009 die deutsche Staatsbürgerschaft. Normalerweise, die Menschen auf der Straße würden sagen, sobald du in Deutschland geboren bist, bist du automatisch deutscher Staatsbürger. Egal, ob deine Eltern aus Korea oder aus Syrien, wo auch immer herkommen. Brauchst du da vielleicht auch eine Reform aus der Politik, dass es für die Kinder einfacher ist? Also es ändert sich ja viel. Also als ich in Deutschland geboren worden bin, Ende der 80er Jahre, war gar nicht daran zu denken, weil da hieß es immer, es muss ein Elternteil deutsch sein, damit du eine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen kannst. Das hat ja Rot-Grün damals Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre geändert, dass du Deutscher werden kannst, wenn du hier geboren bist. Dann war ja die ganze Diskussion über die doppelte Staatsbürgerschaft und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich brauchen wir ein neues Gesetz. Wir brauchen eine bessere Reform. Wir brauchen die Möglichkeit, dass die Menschen hier bleiben können, wenn sie wollen. Dass sie vor allen Dingen auch Anträge stellen können, wo die Kriterien alle gleich sind. Das haben wir halt einfach immer noch nicht. Aber bei uns in der Fraktion, in der SPD-Fraktion, wir hatten eine Vorstellungsrunde. Da haben ganz viele gesagt, ich bin 1997 eingebürgert worden, 2002, 2009. Also das ist jetzt gerade wirklich so eine Generation, wo uns das erst möglich gemacht worden ist, weil die Generationen vor mir hatten gar nicht diese breite Möglichkeit, überhaupt Deutsch zu werden. Da können wir nur sagen, dass es zum Glück geklappt hat, denn Dankeschön. Vielfalt im Bundestag wird gebraucht, wird gebraucht. Bist du oder hast du noch Kontakt mit Ulla? Die war ja ehemalige Bundesfamilienministerin. Genau, also Ulla war ehemalige Bundesministerin. Und Ulla ist ja meine direkte Vorgängerin. Also Ulla war Genau. quasi bis 2021 Bundestagsabgeordnete für Aachen. Und ich bin dann, bin ihr jetzt quasi nachgefolgt. Deswegen, also wir haben auf jeden Fall noch viel Kontakt. Wir reden auch sehr viel über Politik, sind nicht immer einer Meinung, aber klar, also jetzt gerade jetzt in so einer Zeit, wo es für mich unglaublich viel Neues gibt, bin ich unglaublich dankbar, dass ich sie habe, weil sie dann immer sagen kann, mach das auf gar keinen Fall, mach das auf jeden Fall. Und ich Beispiel. glaube, es ist eine ganz blöde Sache, aber sie meinte letztens zu mir, einfach auch, weil gerade auch international das Interesse an uns jungen Abgeordneten groß ist, lass dich niemals von einer ausländischen Regierung auf eine Reise einladen. Und ich fand es einfach nochmal sehr gut, dass sie das nochmal sehr klar gesagt hat, weil manchmal verliert man ja auch so den Überblick von über das, was man darf, sollte, könnte, sonst was, weil es einfach manchmal schwierig ist, da den Überblick zu behalten. Sie hat gesagt, wir sollen aufpassen, von wem wir uns zum Essen einladen lassen. Das sind so Sachen, die, glaube ich, wenn du nicht im Parlament bist, wo es eine Selbstverständlichkeit ist, aber wenn du mal drin bist, ist es, glaube ich, immer ganz gut, jemanden zu haben, der dir nochmal sehr klar ins Gewissen redet und sagt, ey, achte da drauf, mach da keine Ausnahmen, mach da keine verschwimmenden Grenzen, sondern es muss von vornherein sehr klar sein, dass ihr da eine sehr klare Grenze zieht. Das fand ich sehr, sehr gut von ihr, einfach auch, weil sie da sehr, sehr klare Worte gefunden hat. Und solche Dinge brauchen wir einfach auch als no junge Abgeordnete, als neue Abgeordnete, so als moralischen Kompass, um da halt nicht verloren zu gehen. Aber ist es nicht eigentlich selbstverständlich, dass man sich nicht von ausländischen Politikern zum Essen einlädt oder sagt, hey, ich fliege dich jetzt nach Russland zum Beispiel ein?
Ja, das Problem ist natürlich nur, dass diese Leute sich das anders verkaufen. Die sagen dann immer, wir haben jetzt beispielsweise, das ist mir noch nicht vorgekommen, aber so von dem, was ich so höre, dass dann halt häufig gesagt wird, wir haben meinetwegen eine Veranstaltung, da geht es um die Deutsch, so, ne, irgendein anderes Land, Beziehungen. Es wäre doch super, wenn sie da als Brückenbauerin da dabei sein könnten und so. Und ich glaube, wenn du es so framest, also wenn du es so formulierst, dann ist es manchmal schwierig, da wirklich zu erkennen, macht es nicht vielleicht doch Sinn? Und da hat sie halt gesagt, redet immer mit der Fraktion, redet mit der Bundestagsverwaltung, bringt euch da nicht in seltsame, also bringt euch da nicht in Schwierigkeiten, sondern achtet auf solche Dinge, weil egal wie gut es und wie schön es verpackt sein könnte, ihr seid jetzt Bundestagsabgeordnete und jetzt geht es nicht mehr darum, dass ihr entscheidet, was sinnvoll ist oder was vielleicht gut klingt, sondern es ist immer im Auftrag auch des deutschen Volkes, von Deutschland, von den Menschen hier und da muss es einfach sauber bleiben. Und es schadet halt einfach nicht, das möglichst häufig zu hören und vielleicht auch nochmal sehr klar gemacht zu bekommen, wo vielleicht die Fallstricke sind, wo man es nicht sofort erkennt. Ja. Bist du wegen Urlaub bei den Users beigetreten? Tatsächlich ja, also das wirklich. Oh. Es war so, das war Wahlkampf bei ihr 2005 und Ulla hatte, wir hatten uns halt unterhalten. Ich habe sie gefragt, wie macht man das eigentlich mit der Politik? Kann man da einfach so mitmachen? Und sie meinte so, ja klar, ich stelle dir mal den Juso-Vorsitzenden vor und dann habe ich bei den Jusos angefangen. Und ging einfach los. Ging sehr schnell los. Also es ist wirklich ein Wahlkampf, also es ist wirklich so in Wahlkampfzeiten kann man in Jugendorganisationen sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Arbeit machen. Wie war deine erste parteipolitische Erfahrung? Eher langweilig oder faszinierend? Wie war das? Weder noch, es war halt wirklich, man wird reingeschubst und sofort ist erstmal wirklich für Infostände, man flyert, man verteilt Rosen, man steht in roten T-Shirts irgendwo und versucht die Leute davon zu überzeugen. Und dann natürlich nach dem Wahlkampf fing es an, dass es dann regelmäßig wöchentliche Sitzungen gab, wo wir als Jusos wirklich vor Ort irgendwie auch das Gefühl hatten, wir können Gott und die Welt verändern, also wirklich alles. Und das ist so. Aus meiner Erfahrung ist das einfach auch so diese Juso-Erfahrung, dass man als in der Jugendorganisation einfach wirklich viel machen kann und viel ausprobieren kann und es auch sollte, weil ich finde das unglaublich wichtig. Viele Sachen, die wir damals gefordert haben, würde ich einfach jetzt nicht missen wollen. Also wir haben damals, ich glaube, wir haben damals Martin Schulz einen Brief geschrieben und ihn aufgefordert, sich doch dafür zu verwenden, dass Nordkorea die Atomwaffen abrüstet und so. Das ist natürlich dann eine sehr naive Vorstellung, dass wir als Jusos Aachen dann auf einmal ein geopolitisches, weltpolitisches Ereignis irgendwie nochmal anpacken können. Aber damals haben wir wirklich geglaubt, wenn wir diesen Brief schreiben, dann wird alles gut und es wird dann der entscheidende Punkt sein. So, ne? Also es war auf jeden Fall spannend, spannende Zeiten. So, also jung und naiv würde Thilo Jung jetzt das sagen. Jung und idealistisch. Oder so. Du hast dich zur stellvertretenden Vorsitzenden für die SPD Aachen hochgearbeitet. War das als Frau schwieriger wie als Mann zur damaligen Zeit? Es ist ja in der SPD grundsätzlich so, dass wir Geschlechterquoten haben. Das heißt, es werden Frauen auch gefördert. Aber natürlich, es geht, glaube ich, gar nicht so sehr, dass es Mann oder Frau ist, sondern natürlich muss man dann, wenn man bei den Jusos angefangen hat, ich war damals 17, muss man einerseits auch viel Erfahrung machen, man muss sich auch oft beweisen. Und gleichzeitig, wenn man mit der Partei aufwächst, muss man natürlich auch beweisen, dass man jetzt erwachsen geworden ist. Also wenn die Partei einen kennt als jemanden, der Nordkorea-Anträge stellt und dann möchte man 10 Jahre später stellvertretende Vorsitzende werden, dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn sie dann wissen, okay, inzwischen weiß ich, dass Nordkorea sich vielleicht bei den Jusos Aachen nichts sagen lässt. Aber Das stimmt. deswegen, also, so als Frau, ich würde nicht sagen, dass es als Frau schwierig war, sondern ich glaube, dass es halt einfach wirklich diese Erfahrung ist, die man auch schon sammeln muss. Ich will mal zur Bundestagswahl gehen. Du hast dich am 27.04.21 als Bundestagskandidatin beworben. Wie lief das ab? Haben die dann alle gesagt, jawohl, wir machen jetzt Fotos von dir für die Plakate? Oder wurdest du nochmal extra von SPD Aachen gewählt, offiziell? Also man wird tatsächlich offiziell gewählt. Also ich wurde vom Unterbezirksvorstand nominiert, also vom Vorstand vor Ort in Aachen von der SPD. Dann gab es einen Wahlparteitag. Das muss auch sehr, sehr streng eingehalten werden, weil gerade auch Listenaufstellung, Kandidaturen für Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Bundestagswahlen, das ist ja alles ein
Also es ist ja nicht mehr parteiintern, es ist ja wirklich ein verfassungsrechtlicher Vorgang. Es geht ja um Wahlen, die dann irgendwie auch gewissen Grundlagen und Grundsätzen zu unterliegen haben. Und deswegen war das ein sehr klarer Prozess. Wir hatten dann erstmal auf Unterbezirksebene, also auf lokaler Ebene, haben wir mich aufgestellt für den Wahlkreis. Dann gab es die Listenaufstellung, dann über die NRW-SPD. Das war dann irgendwie alles sehr klar. Und als ich nominiert war, wurde ich auch nach Berlin gerufen, um die Fotos zu machen. Wir hatten ja diesmal wirklich sehr einheitliche Fotos. Und das war schon, also es war wirklich sehr automatisiert getaktet, dass das dann alles einfach ablief nacheinander. Wir haben nicht viel Zeit, deswegen eine kurze Antwort. Hast du viel geschlafen im Wahlkampf? Nein. Aber ich habe auch in den letzten Wochen nicht viel geschlafen, deswegen ich glaube, es zieht sich durch. Ja, gut, ihr habt ja jetzt quasi euren Umzug, eure WG. Du bist tatsächlich, ich muss noch mal ganz kurz nachschauen, du warst Platz 18 in der Landesliste und bist trotzdem in den Bundestag eingezogen. Erklär mal bitte, was sind Listenplätze? Also Listenplätze sind, also es gibt ja zwei Sachen, also zwei Möglichkeiten. In Deutschland ist es häufig so, gerade bei den großen Parteien, dass man sowohl einen Wahlkreis als auch einen Listenplatz hat. Wenn man über den Wahlkreis, wo sich ja mehrere Kandidierende bewerben, nicht, also den Wahlkreis nicht gewinnt und nicht darüber reinzieht, kann man es noch über die Liste schaffen. Und da wird quasi das Gesamtergebnis der Partei im Bundesland genommen. Es wird ausgerechnet, wie viele Sitze der Partei zustehen würden. Dann werden die Wahlkreise, die direkt gewonnen sind, abgezogen und der Rest wird quasi dann über die Landesliste abgezogen. Also ziehen dann über die Landesliste ein. Dann wird quasi gezählt, wer ist jetzt schon über die Wahlkreise reingekommen. Die werden dann abgezogen. Dann guckt man über die Liste und dann zählt man quasi in meinem Fall 18 ab. Genau, und das ist tatsächlich nicht immer. Das ist jetzt die einfache Form. Mit Überhangmandaten und Ausgleichsmandaten ist es natürlich nochmal Ja. schwieriger. Aber letzten Endes ist das so das ungefähre Prinzip, wie es funktioniert. Da hat ja Wolfgang Schäuble zur konstituierenden Sitzung nochmal gemahnt, dass es endlich eine Wahlrechtsreform geben muss, weil der Bundestag ist jetzt mit über 700 Abgeordneten. Lass mich lügen, ist da größer wie China oder kurz hinter China von der Größe? Habe ich tatsächlich jetzt auch gerade nicht auf dem Schirm. Also eins von beiden auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr groß. Wie war das so, die konstituierende Sitzung, der erste Eindruck? Du hast neue Leute gesehen oder wieder gesehen. Wie war das? Ja. Also wir hatten die Wochen davor, hatten wir ja viel mit unserer eigenen Fraktion zu tun. Also die Leute kannte man. Also auch wenn ich bisher wirklich auch noch nicht mit allen gesprochen habe, kannte man die Leute. Aber wirklich die anderen Fraktionen zu sehen, das war schon nochmal ein ganz anderes Gefühl. Es war ehrlich gesagt auch nochmal eine neue Erfahrung, die AfD wirklich mitzuerleben, weil man das ja bisher immer nur so aus so wirklich das Fernsehen Mittelmeer, Phoenix sowas genau, sieht. aber dann immer nur so Ausschnitte, dass man dann immer nur das Aufsehenerregendste mitbekommt. Aber es war dann schon sehr anstrengend, weil die das wirklich durchziehen, die ganze Sitzung über Zwischenrufe, sehr viel Unruhe und so. Das war schon durchaus vielsagend. Und dann natürlich auch die anderen Fraktionen zu sehen. Und im Moment war ich hoffe auch, dass ich mir das beibehalte. Es ist immer noch sehr ungewöhnlich, wenn man, oder für mich im Moment noch sehr spannend, wenn ich Wolfgang Schäuble vorm Aufzug treffe oder Annalena Baerbock und Katrin Göring-Eckardt in einem Café sitzen und wir sitzen daneben und trinken Kaffee oder so. Es ist Ja. schon, es ist faszinierend. Das ist tatsächlich faszinierend. Das auf jeden Fall. Ich habe mir das ja live angeschaut, die konstituierende Sitzung, und ich habe tatsächlich versucht, Sören zu suchen, Hellmann von der Linken und dich. Wo saßt du? Hinten oder vorne? Nee, mittig tatsächlich. Die Mitte. ersten vier Reihen waren ein bisschen reserviert, also tatsächlich auch für die Fraktionsspitze und so. Wir waren ja damals, wir waren ja in den Plenumssitzungen, waren wir komplett vollzählig. Und wir saßen so quasi da, wo die Plätze anfangen, ohne Tische. Da saßen wir ziemlich mittig Okay. und genau. Von den AfD-Reden schockiert, beeindruckt vielleicht, weil sie es halt wirklich durchziehen, ihre Aussagen. Beeindruckt finde ich nicht, also bin ich gar nicht, weil ich finde es ehrlich gesagt nicht so wirklich beeindruckend, wenn man Sachen sagt, also irgendwie Sachen behauptet oder sehr populistisch, polemisch Sachen einwirft und dann halt einfach gar nichts fundiert ist. Also ich finde, es ist relativ einfach, Sachen zu behaupten. Ich bin auch nicht überrascht, muss ich sagen, weil ich habe im Rat der Stadt Aachen hatten wir auch schon AfDler. Ich finde es ehrlich gesagt,
Also mich persönlich stört es ein bisschen, weil es einfach auch wirklich sehr häufig nur darauf abzielt, den Sitzungsbetrieb zu stören oder andere Fraktionen fortzuführen. Und das ist einfach überhaupt nicht konstruktiv. Also es ist einfach, es geht nicht um inhaltliche Differenzen oder Unterschiede oder darüber, dass man sagt, wir haben da eine andere Meinung, die wir unbedingt vertreten wollen. Es ist ganz viel Geschäftsordnungsklein-Klein und ganz viel Streitigkeiten, wo ich mir einfach nur denke, das ist unnötig und das ist zum Teil auch wirklich dem Bundestag nicht würdig. Also das ist sehr schade. Ich muss ein bisschen abkürzen, weil ich habe nämlich jetzt hier einen riesen Spickzettel vor mir, wo es über die Koalitionsgespräche geht. Sondierungspapier möchte ich nicht durchgehen, das ist ja relativ eindeutig. Ich habe auch eine Frage, wer hat die Bundestagswahl gewonnen? Also gewonnen hat die SPD. Und warum wird die Ampel gelb? Also Ich finde. wenn ich mir das so anschaue, es gibt keine Steuererhöhungen für Reiche. Die Grünen haben gesagt, Tempolimit können wir von mir aus streichen. Das bedingungslose Grundeinkommen kommt nicht. Die FDP setzt sich in so vielen Dingen durch und die SPD und die Grünen sagen, okay, hey, wir machen es, damit ja kein Jamaika zustande. Also bei dem letzten Punkt würde ich dir widersprechen. Also wir machen es nicht nur, um Jamaika zu verhindern, sondern es ist tatsächlich auch Überzeugung. Also ich persönlich muss sagen, dass ich auch das Sondierungspapier, klar, wir mussten Abstriche machen, aber wenn du dir zum Beispiel dieses gesamte Kapitel anguckst zu Gesellschaft, zu Diversität, zu Staatsangehörigkeitsrechten, zu LGBTQ-Rechten oder so, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir das in den 4 Jahren hinbekommen, und das kriegen wir nur in der Ampel hin, das werden wir auch in der Großen Koalition niemals hinbekommen, dann haben wir in 4 Jahren eine viel offenere, viel inklusivere Gesellschaft. Und natürlich gibt es viele, viele Punkte, die ich in einer reinen SPD-Regierung oder in einer rot-grünen Regierung leichter umgesetzt bekommen würde. Aber die FDP hat zumindest von den gesellschaftspolitischen Sachen, auch was wirklich auch LGBTQ-Rechte angeht, hat sie eine viel, viel offenere, viel, viel tolerantere Sichtweise, die wir einfach dringend brauchen, um da dringend was zu ändern. Zu den anderen Punkten, ich glaube, es kommt immer auf die Perspektive an. Also zu sagen, das Sondierungspapier oder die Koalition ist komplett gelb. Ich glaube, es gibt viele FDPler, die sagen, boah, warum habt ihr euch von den Grünen oder von den Roten so über den Tisch ziehen lassen? Ich glaube, wir müssen da einfach ein bisschen abwarten und ich glaube, es ist einfach fairer, einerseits natürlich die Koalitionsverhandlungen abzuwarten, aber wie gelb diese Ampel ist oder wie grün diese Ampel ist, werden wir eigentlich in 4 Jahren erst wissen. Und ich gebe da nicht so viel drauf, wenn die Leute das Papier analysieren und sagen, die und die Sätze sind jetzt gelb, die und die Sätze sind jetzt grün. Ich wüsste auch nicht, wie man das unbedingt aufeinander auswiegen kann, weil vielleicht zu den Steuersachen. Eine Steuererhöhung ist ja nicht eine Steuererhöhung zum Selbstzweck. Wir wollen ja nicht die Steuern erhöhen, weil wir sagen, wir wollen unbedingt Leute schlechter stellen oder wir wollten Leute finanziell irgendwie nochmal zur Kasse bitten, sondern es geht ja darum, dass wir Ja. sagen, wir wollen gewisse Investitionen finanzieren können und wir wollen, wenn wir das machen durch ein Steuersystem, wollen wir, dass das Steuersystem gerecht ist. Jetzt ist die Sache. Aber das ist ja nicht gerechtes Steuersystem. Ich meine, die Corona-Pandemie hat Deutschland extrem verschuldet. Am Ende heißt es, es gibt keine Steuerung für Superreiche. Oder wie die Linke diese einmalige Vermögensabgabe fordert, sondern die Steuern bleiben gleich. Und am Ende zahlen wir kleinen Männer dann trotzdem die ganzen Schulden ab, wovon Mercedes, BMW Kurzarbeit beantragt hat und ihre Aktionäre mit Dividenden ausgeschüttet hat in Rekordhöhe. Ja, aber der Punkt ist ja folgendes. Wir haben gesagt, wir würden gerne die Spitzensteuern erhöhen, einfach damit wir es gerechter machen. Die FDP hat gesagt, sie würden gerne die Spitzensteuern und die Mittelschicht quasi entlasten. Wir machen jetzt beides nicht und haben gesagt, oder zumindest ist das jetzt mein letzter Stand aus dem Sondierungspapier, dass man erstmal die Steuern nicht angeht. Aber letzten Endes ist doch die wichtigere Frage und auch das wird doch den Menschen, denen es nicht so gut geht, sollte es ja viel mehr interessieren, dass die Frage ist, wie sieht es um die Projekte und die Investitionen aus, die wir denen versprochen haben, sowohl im Wahlprogramm als auch im Sondierungspapier. Und wenn diese sich finanzieren lassen, wenn man wirklich sagen kann, wir haben eine bessere digitale Infrastruktur, wir haben bessere Bildungsmöglichkeiten, wir haben eine Kinderbetreuung und sonstige Dinge oder auch bezahlbaren Wohnraum, dann finde ich, muss man das abwägen. Das meinte ich halt mit, die Steuererhöhung ist halt kein Selbstzweck, sondern es geht darum, wir haben gewisse Projekte vor. Und wenn die sich anders finanzieren lassen, sollten wir uns nicht an diesen Wie aufhängen, sondern einfach, dass es gemacht wird. Und
Deswegen habe ich da jetzt erstmal großes Vertrauen darin, dass es funktionieren kann. Aber ich persönlich bin ja auch keine Finanzexpertin. Das heißt, wir werden Also. jetzt einfach mal abwarten müssen, was das Koalitionspapier sagt. Aber ich kann eine Sache sagen, weder wird uns die FDP durchmarschieren lassen, wir werden auch die FDP nicht durchmarschieren lassen, genauso wie die Grünen nicht durchmarschieren lassen werden. Olaf Scholz hat von vornherein gesagt, es ist eine Koalition auf Augenhöhe, egal wer jetzt wie viel Prozent geholt hat. Und das muss ich jetzt einfach durchziehen. Also das muss ich jetzt einfach finden. Und wenn die FDP sich freut und sagt, sie hat 4 € durchbekommen, schadet es der Stimmung ja erstmal nicht. Ihr habt versprochen, dass Hartz IV reformt wird. Wenn ich mir das Sondierungspapier so anschaue, dann ist die einzige Reform, müssen wir ganz klar so sagen, dass es einen neuen Namen bekommt. Also die Sanktionen bleiben, es wird nicht wirklich erhöht. Dieses Bürgergeld, ist es, sagen wir ganz ehrlich, ist das eigentlich ein Witz? Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Also es wurde jetzt sehr, sehr kurz und knapp im Sondierungspapier abgehandelt, dass da drin stand, es soll zu einem Bürgergeld umfunktioniert werden. Aber man muss sich ja anschauen, was steckt hinter diesem Bürgergeld. Und bei uns im Wahlprogramm stand ja, oder im Kontext des Wahlprogramms, wurde ja nochmal sehr, sehr klar definiert, dass das Bürgergeld eigentlich sehr klar darauf hinausgehen soll, dass man die Bedürfnisse besser abgedeckt bekommt und viel weniger Bürokratie hat. Und es dann nicht mehr darum geht, dass man mit Sanktionen arbeitet, sondern eigentlich wirklich auch mit Anreizen. Und das steht in dem Sondierungspapier so nicht drin, aber wenn wir als SPD im Wahlkampf vom Bürgergeld gesprochen haben, stand ja mehr drin als nur diese Namensänderung. Wenn ich das richtig verstanden habe, so wurde es uns auch mehrmals erklärt, war das Sondierungspapier ja eins, wo man gesagt hat, die Punkte, wo wir von vornherein wussten, das wird strittig. Die werden hier in sehr ausführlich, sehr konkret dargelegt. Und alle anderen Punkte, wo wir ein Konzept gemeinsam entwickeln müssen, wo wir gemeinsam schauen müssen, was sind da die Details oder auch Punkte, die nicht ganz so strittig sind, wo wir wissen, okay, wir finden da schon eine Lösung, die wurden in dem Sondierungspapier gar nicht erst so festgezurrt bzw. so thematisiert. Deswegen glaube ich, bleibt uns nichts anderes übrig, als noch ein paar Tage zu warten, bis wir wissen, was das mehrseitige Koalitionspapier eigentlich genau sagt. Apropos paar Tage warten, Robert Habeck und Annalena Baerbock haben gesagt, dass die Verhandlungen sich eventuell nach hinten verschieben aufgrund mangelnder Klimaschutzpläne. Die Frage ist, wird Olaf Scholz kein Klimakanzler, weil die SPD sich relativ zurückhält mit der Kritik an der FDP für die Klimaschutzpläne? Ich halte ehrlich gesagt nichts davon, wenn wir jetzt öffentlich eine Partei über die andere Partei irgendwie urteilt. Ich glaube, dass die FDP und die Grünen auch öffentlich sehr gut dargestellt haben, wo ihre Differenzen liegen in dem Thema Klimapolitik. Wenn wir da jetzt auch noch mitmischen würden und sagen würden, wo unsere roten Linien sind oder was uns wichtig ist, das würde ja der Diskussion nichts bringen. Also ich glaube, ich verstehe, warum die Grünen das tun. Es ist ihr Kernthema, es ist ihr Herzensthema. Es ist wichtig, dass sie da auch sich durchsetzen können oder möglichst viel durchgesetzt bekommen. Das sehen wir als SPD auch so. Nur das Aber müssen da müsstet ihr den Grünen unterstützen und sagen, vielleicht nicht öffentlich, aber hinter verschlossenen Türen mit den Grünen zusammenarbeiten und sagen, FDP, hey, hier steht was drin, wir wollen das machen. Es geht hier um die Zukunft von Ja, Milliarden aber junger wir wissen Menschen. alle nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert oder passiert ist. Und ich finde, dass die Grünen jetzt öffentlich nochmal klar machen, das ist das, was uns wichtig ist, finde ich völlig in Ordnung. Aber selbst die Grünen haben nicht darüber gesprochen, konkret, was unter verschlossenen Türen gesprochen ist. Vor allen Dingen nicht diejenigen, die hinter verschlossenen Türen in der Verhandlungsgruppe dabei waren. Also wir spekulieren auch die Politikerinnen und Politiker der Grünen, die ich sehr schätze, die jetzt darüber sich geäußert haben, die dann zum Teil auch gesagt haben, vielleicht brauchen wir Neuwahlen, waren wir in der Verhandlungsgruppe nicht dabei, um dann zu sagen, sie gehen davon aus, dass es scheitert. Deswegen, also wir sind in der SPD sehr entspannt. Wir haben das Gefühl, es waren gute Gespräche. Klar, es wird Sachen geben, die Spitzengruppe wird dann nochmal diskutieren müssen. Es wird um Detailfragen gehen. Es wird darum gehen, wie fix man welche konkreten Ziele festlegt. Aber ich zweifle nicht daran, dass es eine Klimakoalition wird. Dass das da die Prioritäten unterschiedlich stark gelegt werden, das war, glaube ich, von vornherein klar. Ich finde, verglichen mit anderen Koalitionsverhandlungen ist ziemlich wenig durchgesickert und es gab sehr, sehr wenig Unstimmigkeiten. Und ich glaube, das ist auch. Also zumindest was wir öffentlich nicht wissen, dass es Unstimmigkeiten gab. Die sind dann. Ja, aber wenn die Unstimmigkeiten intern größer gewesen wären, hätte es auch öffentlich mehr geknallt. Also, es ist einfach in der Natur der Sache, wenn man 300 Leute hat,
die in 22 Verhandlungsgruppen miteinander sprechen und es überall gebrannt hätte, hätten wir es mitbekommen. Also hätte es auch die Medienlandschaft mitbekommen. Hast du Kontakt mit den Verhandlungspartnern beim Koalitionspapier? Bist du WhatsApp-mäßig mit denen verbunden? Wir sind WhatsApp-mäßig nicht verbunden, aber wir kriegen natürlich schon immer wieder mal so stimmungsmäßig was mit. Wir haben auch immer wieder mal Berichte bekommen. Was wir aber tatsächlich nicht bekommen haben, sind inhaltliche Updates. Also wir haben schon durchaus einen, so ein paar Grundpfeiler gehört, ne, worum ging es. Es wurden aus den unterschiedlichen Gruppen erzählt. Gab es, wie harmonisch war es? Gab es mögliche Streitpunkte? Wie ist man vorgegangen? Musste vielleicht auch die Partei oder die Fraktionsspitze, musste man da die nochmal zum Moderieren irgendwie mit reinholen? Das kam sehr selten vor und das wurde tatsächlich sehr häufig betont, dass gesagt worden ist, aus fast jeder Gruppe, dass es einfach möglich war, es intern zu machen. Man hat einige Punkte aufgeschrieben, die dann irgendwie mit anderen Gruppen zusammenhängen, die dann irgendwie einfach im großen Kontext geguckt werden müssen. Aber so aufgeregt, wie es zum Teil Medienberichte scheinen ließen, schien es mir gar nicht. Und ich habe auch zum Beispiel von Grünen gehört, dass das eigentlich alles in allem wirklich gut gelaufen sein soll. Kannst du mir eine kurze Frage beantworten? Wird Cannabis legal oder nicht? Das weiß ich wirklich nicht. Also Wirklich wenn ich es nicht? wüsste, würde ich dir sagen, aber ich weiß wirklich nicht, was da gerade drin steht. Ich weiß es einfach nicht. Also ich meine das, also es ist immer so lustig. Ich sitze manchmal ja auch in anderen Talkrunden und die Leute und gerade so Moderatoren gucken mich immer an und glauben mir nicht, wenn wir sagen oder wenn ich sage, wir wissen das nicht, wir wissen es wirklich nicht. Ich Ich glaub's glaube. dir wirklich auch nicht. Also ich bin mir sicher, dass du da vielleicht ein paar Informationen hast, aber es nicht sagen darfst. Nee, wir haben wirklich keine Informationen. Also es gibt wirklich, wirklich keine Informationen. Also erstens gibt es nichts schwarz auf weiß. Zweitens, das hatte Kevin Kühnert auch mal in so einer Runde gesagt, dass wir selbst, wenn wir die WhatsApp-Nummern, die Handynummern von Leuten hätten, die in der Verhandlungsgruppe sind, wir haben uns einfach wir nehmen uns alle zurück, wir setzen diesen Druck nicht, machen diesen Druck nicht, weil es einfach nichts bringt. Wir würden die Leute in Schwierigkeiten bringen, weil natürlich würden sie uns dann vielleicht ein paar Sachen sagen. Nur was will ich mit dem Wissen? Mit dem Wissen kann ich es irgendwie vielleicht meinem Büro erzählen, engen Leuten erzählen. Ich kann ein bisschen mit Wissen flexen, aber wirklich glücklich wird ja niemand damit. Deswegen, also wir nehmen uns ziemlich zurück. Das heißt nicht, dass wenn wir das Papier haben, dass es dann keine kritischen Nachfragen oder auch nochmal Verbesserungsvorschläge gibt. Aber jetzt im Moment sind wir als SPD relativ entspannt. Also wir sind da, wir haben einen Zwischenstand darüber. Ich kann dir nur sagen, die ganzen Sachen wie, die sind alle pünktlich fertig geworden. Sie waren allesamt sehr kreativ dabei, wie sie mehr Zeichen raushauen konnten, als sie erlaubt waren. Ich habe so Sachen gehört, wie die Schriftart und die Schriftgröße und der Zeilenabstand waren vorgegeben. Daraufhin wurden die Seitenränder etwas verkleinert und so. Also solche Sachen Okay. kriegt man mit, aber was drin stand, keine Ahnung. Also gehst du davon aus, Olaf Scholz wird der nächste deutsche Bundeskanzler? Ich gehe da fest von aus und ich gehe auch fest davon aus, dass es noch im Dezember stattfindet. Und ich gehe auch fest davon aus, dass wir im Dezember, Mitte Dezember dann auch soweit arbeitsfähig sind, dass es dann auch die Ausschüsse gibt und dass wir dann im Januar richtig durchstarten können. Welchen Ausschuss möchtest du gerne rein? Ich habe mir gewünscht Wissenschaft und Mobilität. Und ich hoffe, dass es dann einer von beiden wird. Vielleicht wird der andere vielleicht auch als Vertreterin, Stellvertretenderin oder so. Aber es wären schon so die beiden Punkte, die mich am meisten interessieren würden. Okay, ich möchte mal einen Tweet von dir vorlesen. Und zwar, ich zitiere: Lustiger Moment in der SPD-Fraktionssitzung. Während der Vorstellungsrunde stellt sich auch ein neuer Abgeordneter aus Potsdam vor. Er sei Rechtsanwalt, Mann, mache Arbeitsrecht und freue sich auf die Zusammenarbeit. Ich musste seinen Namen erstmal googeln. Was kam denn raus bei deiner Google-Suche? Wer war denn das? Der Mann hieß Olaf Scholz. Gut, den War Namen. einfach, den Namen habe ich schon mal gehört. Nee, es war eine sehr charmante Sache, weil wir uns in der ersten Fraktionssitzung sollten sich alle neuen Abgeordneten vorstellen. Wir hatten alle eine Minute Zeit. Und ich fand es unglaublich sympathisch, weil als wir dann zu S kamen, stand dann irgendwann Olaf Scholz auf und hat sich ihm vorgestellt und hat gesagt, nur wie gesagt, er ist Rechtsanwalt, er macht Arbeitsrecht und er freut sich auf die Zusammenarbeit und freut sich, Teil dieser Fraktion zu sein. Und das muss man sich, glaube ich, auch immer wieder mal vor Augen führen, dass er ja gar nicht Mitglied des Bundestags war bisher. Also das heißt, für ihn ist es jetzt auch, Na, doch, er doch, macht er war, er war Abgeordneter, aber ich aber glaube, nicht die letzte Legislatur. nicht die letzte, Deswegen. genau.
Deswegen, also es war einfach, und das ist so die Stimmung im Moment bei uns. Wir sind sehr entspannt, wir machen auch mal ein bisschen Witze, die Leute nehmen sich alle nicht zu ernst und dann kommt es halt auch mal vor, dass sich Olaf Scholz nochmal komplett neu vorstellt in der Fraktion. Wir halten fest, den Namen Olaf Scholz kennst du. Kennst du den Namen Aridi John? Nee. Er starb am Ah, doch wohl. 12.12.2001 in Hamburg. Ja, ich weiß, ja, klar. Ist Olaf Scholz ein Mörder? Ich glaube, also ich bin keine Juristin, aber ich glaube, es selbst wenn er daran beteiligt wäre, wäre Mord, glaube ich, nicht der Vorwurf. Aber grundsätzlich, ich finde es immer unglaublich schwierig, Politikerinnen und Politiker, die für Todesfälle verantwortlich sind. Auch da nochmal Vorsicht, ich weiß nicht, wie die Verantwortungslage da ist. Ich finde es unglaublich schwierig, da juristisch oder sonst was mir für ein Urteil zu bilden. Ich glaube, man muss es anders aufziehen. Ich glaube, wir sind uns, glaube ich, fast alle einig, dass ein Brechmitteleinsatz 2000, also in 2000er Jahren einfach ein Fehler war. Also vor allen Dingen ab den ersten Punkten, wo klar war, dass das ein lebensgefährlicher Einsatz ist, dass das weiterhin erlaubt war, war eigentlich, glaube ich, das Problem. Und Naja, letztendlich. es gab über 700 Einreichungen an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die gesagt haben, macht endlich ein Urteil. Richtig, 2006 kam das und Olaf Scholz, der zu der Zeit Innensenator war in Hamburg, machte trotzdem weiter damit, obwohl halt Aridi John gestorben ist. ja, aber es waren auch andere Bundesländer. Ich sage jetzt nicht, also es soll jetzt kein Whataboutism sein oder dass ich das relativiere oder so, aber ich glaube, das ist grundsätzlich, also die Frage, wie sehr, wie verantwortlich ist Olaf Scholz an dieser ganzen Geschichte oder was für eine Schuld kommt ihm zu? Schuld jetzt sehr vage, sehr weit gefasst. Mag ich persönlich nicht zu beantworten. Ich habe keine Ahnung, wie dort die Zuständigkeitsstrukturen waren, ob er jetzt wirklich persönlich dafür verantwortlich war. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es ein Fehler war, dass man es nicht bundesweit verboten hat, dass man auch nicht frühzeitig darauf reagiert hat, als es die Klagen gab, als es die Anzeigen gab, als dann der Europäische Gerichtshof auch mit eingeschaltet worden ist. Es ist unglaublich schwierig für mich, nicht zynisch zu klingen, weil es ist ein Mensch gestorben. Es ist ein Mensch gestorben unter dramatischen Umständen. Dieser Tod hätte verhindert werden können. Wer jetzt dafür verantwortlich oder schuld ist, das hätte verhindern zu müssen, darüber möchte ich mir kein Urteil erlauben, weil ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt aus der Ferne ein Urteil erlaube, würde ich ja eigentlich quasi jemandem die Schuld an einem Todesfall oder einem Mord oder an Menschenleben oder sonst was nehmen und das möchte ich nicht. Weil ich einfach auch hoffe, dass falls ich mal in irgendeiner Situation bin, wo ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, keine Entscheidung getroffen habe oder mir Vorwürfe gemacht werden, dass man zumindest nicht darüber urteilt, ohne alles zu wissen. Und ich persönlich traue mir nicht zu, über diese Sache zu urteilen. Dafür ist sie, glaube ich, einfach auch zu ernst. Findest du trotzdem, dass Olaf Scholz auch nach dieser Situation mit Aridi John der richtige Mann für Deutschland ist als Bundeskanzler? Ich meine, wir Deutschen regen uns immer darüber auf, dass die Amerikaner Kriegsverbrechen begehen, die Russen, die Chinesen, Nordkorea. Am Ende ist ein Mensch gestorben, Olaf Scholz, unter seiner Agenda, dieser Brechmitteleinsatz wurde vollzogen. Er hatte das höchste Amt als Innensenator und jetzt wird er Bundeskanzler. Trotzdem noch die richtige Entscheidung, ihn als Bundeskanzler zu haben. Also jetzt unabhängig von dem Vorwurf oder auch vielen anderen Vorwürfen habe ich Olaf Scholz, also das meine ich auch völlig ernst, in den letzten Monaten als ziemlich integren Typen kennengelernt, auch als jemanden, der sehr bedacht ist, sehr, sehr viel nachdenkt. Deswegen glaube ich auch, würde ich jetzt vermuten, dass ihn diese Vorfälle auch nicht kalt lassen, dass er auch daraus gelernt hat. Ich Bis finde. 2006. Bis 2006, dann kam das Urteil. In der Zeit wurde weitergemacht. Ja, aber er war auch nicht, nochmal, also ich persönlich bin nicht der Meinung, dass er die höchste Instanz war. Und die Frage ist, also wie gesagt, ich weiß nicht, ich selber habe in einem Ministerium gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, wie es im Innen, also im beim Innensenator und all dem, was ihm da untergeordnet ist, wie dort die Zuständigkeitsketten waren, wie sehr er daran involviert war. Und deswegen traue ich mir da einfach kein Urteil zu. Das ist eine Sache, ich habe viel dazu auch gelesen. Natürlich sind wir auch damit konfrontiert worden und ich finde das einen. Erstens finde ich es einen sehr komplexen Vorgang, andererseits finde ich es einen unheimlich dramatischen Vorgang und ich finde, das zeigt einfach auch nochmal,
dass sich einiges ändern muss. Aber ob man das jetzt wirklich nur an der Person Olaf Scholz festmachen kann, wage ich zu bezweifeln. Weil letzten Endes kommt man als Minister, als Ministerin, als Senator, als Senatorin natürlich auch in einen Apparat rein, der schon so funktioniert, wo geltende Gesetze umgesetzt werden und wo man vielleicht einfach auch nicht die Geistesgegenwart hatte oder vielleicht auch nicht die Beratung bekommen hat, die bestehenden Gesetze in der Art vielleicht auch zu hinterfragen. Das sind aber alles jetzt auch Mutmaßungen. Ich kann es einfach nicht sagen, was da schiefgelaufen ist. Aber ich persönlich würde immer noch sagen, ja, Olaf Scholz ist der richtige Bundeskanzler für Deutschland. Ich verstehe aber absolut, dass es Menschen gibt, die das anders sehen. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, warum es die Demokratie auch gibt. Ich glaube, wir legen da alle andere Maßstäbe an. Und vielleicht macht das auch gerade das so spannend. Also es ist einfach nur sehr tragisch, dass wir jetzt gerade über einen Todesfall sprechen und den dann halt auch sehr in beiden Richtungen politisieren. Und das finde ich zum Teil auch manchmal ein bisschen traurig. Ich habe jetzt in den letzten Tagen habe ich ja ein bisschen die Werbetrommel gerührt, weil du bist meine erste Frau auf diesem Kanal, ein bisschen die Frauenquote hochzuholen. Und das sind ein paar Fragen von außerhalb gekommen, von SPD-Mitgliedern, von die Parteimitgliedern und von vielen mehr. Die frage ich dich jetzt einfach mal. Die erste Frage: Hattest du jemals Zweifel an deiner Arbeit in der SPD? Ich glaube, man hat einfach grundsätzlich immer, also ich bin so ein Typ, ich habe häufig Zweifel an vielen Dingen. Also jetzt nicht, dass es mich jetzt irgendwie unheimlich zermürbt oder unheimlich beschäftigt, aber klar fragt man sich manchmal auch, was bringt das eigentlich, was ich hier gerade tue oder wofür tue ich das oder sonst was. Und wenn es sich darauf bezieht, meine Arbeit in der SPD, an der SPD selber habe ich nicht große Zweifel. Es gibt ganz, ganz viele Momente, wo ich unheimlich frustriert bin, wo ich mich manchmal auch frage, was war das jetzt schon wieder? Aber Zweifel, muss ich persönlich sagen, weniger, weil ich einfach vielleicht auch von innen einfach merke, dass der Wille, das Richtige zu tun, schon da ist, dass der Kompass auch da ist und dass es natürlich immer wieder mal Fehler gibt, dass es auch mal manchmal vielleicht auch strategisch nicht besonders gut läuft und so, aber grundsätzlich große Zweifel nicht. Die nächste Frage. Wie läuft der WG-Einzug? Das ist ein schwieriges Thema. Wir dachten eigentlich, es wäre sehr viel einfacher. Wir sind gestern eigentlich eingezogen, also wir haben die Schlüssel bekommen. Wir sind gestern durch zwei IKEAs in Berlin gefahren. Ich hoffe, ich darf IKEA sagen, ohne dass du Schwierigkeiten Nein, bekommst. um Gottes Willen. Um Gottes Willen, lass es Und sein. es fing schon damit an, dass der Sprinter, den wir gemietet hatten, nur noch zwei Sitze hatte und keine drei. Deswegen musste ich mit dem Uber hinterherfahren. Dann hatten wir die Wohnung noch nicht ausmessen können, bevor wir die Möbel gekauft haben, was einigermaßen geklappt hat, aber deswegen fehlen auch noch Möbel. Wir haben unser Kellerabteil noch nicht gefunden, die Möbel sind auch noch nicht alle aufgebaut. Die einzige, die von uns jetzt ein fertig aufgebautes Bett hat, ist Lena, weil Lena nämlich das Risiko eingegangen ist und ihr Hotelzimmer nur bis heute gemietet hat. Das heißt, sie könnte gar nicht länger im Hotel schlafen, selbst wenn sie wollte. Deswegen, wir müssen gleich auch wieder weiter Möbel aufbauen gehen und es ist alles sehr chaotisch. Genau, deswegen noch schnell ein paar Fragen. Wie viele Mitarbeiter hast du? Fünf. Drei in Berlin und zwei in Aachen. War die Suche schwer, zumindest in Berlin für die Mitarbeiter? Wie bitte nochmal? Das habe ich akustisch. War die Suche in Berlin deine Mitarbeiter? War das schwierig oder hattest du von Ulla gleich deine Kollegen übernommen? Ich habe von Ulla tatsächlich keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen, also wirklich niemanden. Das war klar einerseits auch eine Herausforderung, weil die Erfahrung natürlich schon gut gewesen wäre. Andererseits konnte ich natürlich jetzt mein Team so aufbauen, wie es zu mir auch passt. Es war, klar ist das schwer. Man ist ja, also ich habe persönlich im Wahlkampf immer bis zum 26. September gedacht. Und was darüber hinauskommt, dann war man irgendwie nicht darauf vorbereitet. Und wenn man sich dann überlegt, okay, man ist dann gewählt und wird dann wirklich zugeschüttet mit Bewerbungen und man weiß überhaupt nicht, wonach sucht man eigentlich, was braucht man eigentlich, was sind die Aufgaben. Das ist schon schwierig. Es ist aber nicht schwierig, weil die Auswahl so klein ist, sondern eigentlich eher, Weil sie zu gut ist, die Auswahl, oder? das auch, das tatsächlich auch. Aber weil man gar nicht weiß, ob man diese Kompetenzen alle unbedingt braucht, weil wir ja nicht wissen, in welchen Ausschüssen kommen wir unter. Wie will ich mein Büro aufbauen? Möchte ich eine flache Hierarchie? Möchte ich eine starke Hierarchie? Das wissen wir halt alles nicht, weil wir ja gar nicht so damit konfrontiert waren, bisher in unserem Berufsleben so ein großes Team aufzubauen.
Ich persönlich bin ganz zufrieden, aber das hat uns wirklich die letzten Wochen massiv beschäftigt, also wirklich unser Büro aufzubauen. Wird Kevin Kühner zukünftiger Parteivorsitzender, nachdem Saskia Esken sagt, okay, ich mach's. Dann hätten wir ja eine Männerspitze. Ich glaube nicht. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht eine Doppelspitze Kevin Kühnert und Lars Klingbeil bekommen. Okay, was ist wichtiger, Klimaschutz oder soziale Gerechtigkeit? Klimaschutz ist ja soziale Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo wir weg müssen. Also ich glaube, dieses, ich höre jetzt auch von vielen, habe auch vielen, vielen Menschen im Wahlkampf gehört, die gesagt haben, ja, wir wollen ja den Klimaschutz, aber bitte sozial gerecht, wo ich mir immer denke, ja, was ist kein Aber? Also wenn wir den Klimaschutz nicht machen, dann gibt es die soziale Gerechtigkeit nicht. Schaust du noch KabelTV oder rein Internet? Ich gucke überhaupt kein TV, muss ich gestehen. Also ich gucke viele, wenn Internet. Okay. Lässt sich die EU aus Belarus erpressen? Es ist immer so schwierig zu sagen, was die EU macht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die EU sich von Belarus erpressen lässt, aber es ist jetzt natürlich eine schwierige Situation. Wir hatten letzte Woche das Thema ja auch im Bundestag. Mhm. Wir lassen uns nicht erpressen, aber wir als EU, gerade mit so vielen Staaten, es ist natürlich manchmal frustrierend, wie schwerfällig wir sind. Da. Da muss ich mal ganz kurz eine Nachfrage stellen. Mhm. Die EU ist eine Staatengemeinschaft, aber Polen sagt, wir wollen keine Hilfe aus Deutschland, aus Frankreich, Spanien, wo auch immer. Da sagt die EU nichts. Wenn man aber sagt, okay, hey, wir könnten die ja aufnehmen, zum Beispiel Deutschland, wir nehmen jetzt Tausende von auf, da kommt nichts. Also lassen wir uns da doch irgendwo erpressen, weil niemand die Menschen da an der Außengrenze haben möchte. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute so denken, dass vielleicht auch politisches Kalkül dahinter steckt, was natürlich sehr zynisch ist, da es auch hier um Menschen geht. Ich glaube, das größere Problem ist einfach, dass man einerseits die EU stärken möchte, man möchte sie nicht schwächen, indem man immer wieder über diese EU-Strukturen hinweggeht. Gleichzeitig haben wir aber überhaupt keine, wir brauchen halt viel klarere Regelungen, wie man mit sowas umgeht. Wie man vor allen Dingen auch damit umgeht, wenn einige Staaten einfach, also wenn es einen Regierungswechsel gibt in einigen Staaten, einen Politikwechsel gibt in einigen Staaten. Und da haben wir halt in den letzten Jahren sehr viel zugeguckt. Also wir haben halt, also klar, also wir wollen uns nicht in nationale Wahlen einmischen, aber es ist ja schon so, dass wenn man ein Staatengebilde hat, wenn man die EU hat, wo es auch ganz häufig ein Einstimmigkeitsprinzip gibt, dass es dann natürlich einen großen Einfluss hat, wenn jetzt zum Beispiel Polen einen anderen politischen Kurs fährt, wenn Dänemark auf einmal einen anderen politischen Kurs fährt. Und dafür müssen wir, glaube ich, gewappneter sein. Wir müssen irgendwie auch gucken, wie kriegt man eine Effizienz hin, wie kriegt man irgendwie auch eine Politikfähigkeit hin von EU-Staaten, ohne dass man jedes Mal alles so einstimmig machen muss, dass man wirklich von allen, also einen Kompromiss hinbekommt, wo alle zustimmen können. Und das, glaube ich, hemmt uns. Das, glaube ich, würde ich sogar sagen, dass uns das viel, viel mehr ausbremst als diese Angst vor der Aufnahme von diesen Menschen. Ich glaube, dass man da auch durchaus, dass auch viele dazu bereit wären. Aber die Debatte, die wir hatten nach den 2015er Geschehnissen, wo es ja nicht nur in Deutschland darum ging, dass wir zu viele Menschen aufgenommen haben, also zu viele jetzt in Anführungszeichen, sondern dass es auch die Frage war, haben wir uns einfach über geltende EU-Gesetze oder Gesetzmäßigkeiten, Regelungen hinweggesetzt? Das, glaube ich, hemmt uns jetzt gerade mehr, weil man natürlich das EU als Konstrukt auch nicht schwächen möchte, indem wir dann ständig irgendwas anderes machen. Aber es ist schwierig. Die allerletzte Frage: Sollte Deutschland einen härteren Kurs gegen China fahren, wenn wir uns jetzt Taiwan anschauen zum Beispiel? Das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, aber ich persönlich halte nie was von härteren Kursen. Härtere Kurse bringen eigentlich nichts, um irgendwas zu erreichen. Und ich wüsste jetzt auch nicht gerade, was wir davon uns erhoffen sollten. Gerade wir in Deutschland haben ja eigentlich gemerkt, dass diese Politik Wandel durch Annäherung, durch irgendwie Kommunikation miteinander sprechen, mehr Austausch, vor allen Dingen auch mehr Dialog, dass uns das irgendwie historisch sehr viel weitergebracht hat als Aufrüsten und Mauern errichten und nicht miteinander sprechen. Und ich glaube, wir müssen einfach anerkennen, dass China einfach ein sehr, sehr großer, wichtiger globaler Akteur ist, dass China einfach auch taktisch sehr viele Dinge gemacht hat, die wir vielleicht auch einfach zu sehr laufen lassen haben, dass man China zum Beispiel auch so eine große Rolle in den Entwicklungsländern dieser Welt irgendwie zugelassen hat, was ja einerseits gut ist für diese Länder, andererseits
wird es natürlich dann irgendwann auch zu einem globalen Spielball, wenn man jetzt irgendwie guckt, in welchen Ländern sind wir überall oder wer ist in welchen Ländern. Das hätte man halt einfach nicht machen müssen, aber dafür müssen wir als EU auch bereit sein, eine größere, eine wichtigere, bedeutendere Rolle einzunehmen in der Welt, und zwar auch in der Entwicklungspolitik. Und gleichzeitig, glaube ich, bringt es gar nichts, gegen China zu arbeiten, sondern man muss gucken, wie man gemeinsam arbeiten kann. Die Taiwan-Geschichte ist, glaube ich, eine Sache, auch da werden wir nur Einfluss gewinnen, auch genauso wie Hongkong, wenn die EU ein vertrauensvolles Verhältnis hat. Wir haben jetzt in der letzten Zeit immer häufiger mal so diese Sachen gehabt, dass wir gesehen haben, dass gerade auch bei Ländern, zu denen wir vielleicht diplomatisch ein schwieriges Verhältnis haben, wenn man aber menschlich oder vertrauensvoll zusammenarbeiten kann, wenn man weiß, man kann miteinander sprechen, dass auch da dann mehr Sachen möglich waren, die man vielleicht vorher nicht gedacht hätte. Also deswegen, ich halte nichts von, wir müssen stärker gegen China vorgehen. Wir werden da vor allen Dingen, ist auch nicht klar, ob wir da wirklich uns durchsetzen würden bei so einer Taktik. Mit den Worten bedanke ich mich für das Interview bei. Ich versuche es jetzt trotzdem mal. Yi Wanri von der SPD im Deutschen Bundestag. Das Video kommt demnächst online. Ihr könnt nochmal Kommentare drunter lassen, lasst ein Like da und folgt ihr auf Twitter.